Im Konflikt im Nahen Osten haben die Vereinigten Nationen gestern 9 Todesopfer nach dem Beschuss einer Flüchtlingsunterkunft in Khan Yunis vermeldet. Indes wirft Ägypten Israel vor, die Hilfslieferungen für die Bevölkerung im Gazastreifen zu verzögern. Und morgen Freitag, den 26. Jänner, will der Internationale Gerichtshof über einstweilige Verfügungen im Völkermordsverfahren gegen Israel entscheiden. Über die aktuelle Lage im Nahen Osten und im Gazakrieg spreche ich heute mit dem Vertreter der palästinensischen Autonomiebehörde in Österreich, Salah Abdel Shafi. Guten Tag, willkommen. Guten Tag. Herr Abdel Shafi, Sie sind seit 2013, also seit über 10 Jahren Botschafter in Österreich. Außerdem sind Sie auch seit 2014 palästinensischer Botschafter in Slowenien und seit 2021 palästinensischer Botschafter in Kroatien mit Residenz in Wien. Was schätzen Sie am meisten an den Österreicherinnen und Österreichern? Ja, Österreich ist ein wunderschönes Land. Es lebt sich sehr schön hier. Allerdings auf politischer Ebene, und ich spreche jetzt als Botschafter, sind wir enttäuscht von der österreichischen Position. Österreich ist offiziell ein neutrales Land, das ist verankert in der Verfassung. Aber in der letzten Krise haben wir gesehen, dass Österreich eine einseitige Position auf der Seite Israel geschlagen hat. Und das ist ein bisschen enttäuschend für uns, weil wir glauben, als ein neutrales Land muss sich Österreich an das Völkerrecht richten, damit Österreich als neutrales Land eine Vermittlerrolle spielen kann. Weil historisch Österreich hat auch immer eine Vermittlerrolle gespielt, im Kalten Krieg, auch danach. Aber ich fürchte, mit dieser einseitigen Position hat sich Österreich disqualifiziert als Vermittler in solchen Krisenregionen. Warum sagen Sie, dass die Position einseitig ist? Außenminister Alexander Schallenberg hat in den vergangenen Tagen immer wieder aufgerufen, dass auf der einen Seite die Geiseln nach Hause gebracht werden müssen, israelische Geiseln, auf der anderen Seite muss auch das humanitäre Leid in Gaza gelindert werden und es soll eben einen Frieden in Würde für Israelis und Palästinenser gleichermaßen geben, sagt der Außenminister von Österreich, Alexander Schallenberg. Das stimmt. Was vermissen wir in dieser Position ist eine klare Verurteilung von Israel, dass Israel dafür verantwortlich ist. Der Herr Schallenberg sagt zwar, ja, es gibt eine humanitäre Krise in Gaza, aber der schiebt die Verantwortung alleine auf Hamas, wobei alle internationalen Organisationen, die UNO, die Weltgesundheitsorganisation, Amnesty International, sagen, dass Israel weiterhin gezielt auf Zivilisten, dass sie hindern, dass humanitäre Hilfe rein nach Gaza kommt. Alexander Schallenberg sagt schon auch, Israel muss mehr tun, um eben unschuldige Zivilistinnen und Zivilisten in Gaza besser zu schützen. Dazu ist Israel verpflichtet. Also das ist eine klare, eindeutige Position. Ja, das schätzen wir auch. Gestern hatte er auch ein Interview im ORF anders gesagt. Wir wollen eine klare Positionierung, dass Israel Gräueltaten verübt hat in Gaza. Schauen Sie, 80% des Gazastreifens ist zerstört. 25.000 Tote, darunter 10.000 Kinder sind um. Es herrscht Hungernot, es herrschen Krankheiten. Ich glaube, wir brauchen eine klare Positionierung Österreichs im Sinne des Völkerrechts. Mhm. Ausgangspunkt dieser neuen Eskalation war jetzt dieser Terrorangriff von etwas mehr als über 100 Tagen, wo Hamas-Terroristen Israel angegriffen haben. Können Sie als Vertreter des Staates Palästina in Österreich noch einmal für die Österreicherinnen und Österreicher mit möglichst einfachen Worten erklären, wie ist es zu diesem Konflikt gekommen? Ich weiß, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Das würde unsere Sendungszeit auch sprengen können, aber vielleicht können Sie das noch mal so einfach wie möglich für uns. Ich versuche, das zu vereinfachen. Mhm. Bei diesem Konflikt geht es um das Land. Das ist kein religiöser Konflikt. Es geht einfach um das Land. Das sind zwei Völker, die das gleiche Land beanspruchen. Und deswegen hat die internationale Weltgemeinschaft schon sehr früh, 1948, durch die UNO, Palästina, das Land Palästina zu teilen in zwei Staaten. Ein Staat ist entstanden, Israel. Der zweite Staat wartet darauf, das ist Palästina. Israel hat ganz Palästina okkupiert. 1967 haben in den Westbank, einschließlich Ostjerusalem, der Gazastreifen, noch dazu die syrischen Golanhöhen, die Sinai-Halbinsel,
Und deswegen, was wir beanspruchen für unser Staat, sind die von Israel seit 1967 besetzten palästinensischen Gebiete. Das ist der Westbank, einschließlich Ostjerusalem und der Gazastreifen. Neulich hat der israelische Premierminister Netanyahu gesagt, ich bin gegen die Zwei-Staaten-Lösung. Okay, die Zwei-Staaten-Lösung herrscht Konsens weltweit. Die Amerikaner wollen das, die Europäer wollen das, die Russen, die Chinesen, die Japaner, die ganze Welt will das, außer Israel. Was tut man? Ich glaube, man muss Israel dazu zwingen, die zwei Staaten zu akzeptieren. Genau, das ist ja auch genau der Standpunkt von Österreich, von Alexander Schallenberg, vom Außenminister, dass er sagt, es muss eine Zwei-Staaten-Lösung geben, wo Palästinenser und Israelis in Frieden und Würde nebeneinander leben können. Wie hat sich jetzt dieser Konflikt in den vergangenen Jahren, jetzt nicht nur seit dem 7. Oktober, sondern auch in den Jahren davor entwickelt? Ja, wie gesagt, seit 1967 herrscht Besatzung. Ich komme selbst aus dem Gazastreifen. Ich bin dort groß geworden. Als Israel den Gazastreifen okkupiert hat, war ich 5 Jahre alt, 1967. Und stellen Sie sich vor, viele natürlich sagen, Israel hat sich aus dem Gazastreifen abgezogen, 2005. Das stimmt, aber die Luft, See und die Landwege werden weiterhin von Israel kontrolliert. Israel bestimmt, ob Gaza Strom bekommt oder nicht. Israel bestimmt, ob wir ausreisen und einreisen dürfen oder nicht. Und nach Völkerrecht, der Gazastreifen ist weiterhin von Israel besetzt. Was wir wollen, genau was Sie gerade gesagt haben, was der Herr Schallenberg gesagt hat. Israel wird nie in Frieden und Sicherheit leben, bis wir, die Palästinenser, auch in Frieden und Sicherheit und Würde in unserem eigenen Staat leben können. Das ist die einzige Lösung. Glauben Sie daran, dass das möglich ist in den nächsten Jahren? Dass Israelis und Palästinenser in Frieden und Würde nebeneinander leben können? Schauen Sie, die tragischen Ereignisse vom 7. Oktober haben eins verdeutlicht. Dieser Konflikt ist nicht mit militärischen Mitteln zu lösen. Wenn Israel es ablehnt, die Zwei-Staaten-Lösung ablehnt, heißt das, wir werden weiter, die Spirale der Gewalt wird sich weiter drehen, Zivilisten werden darunter leiden. Deswegen, die Weltgemeinschaft ist mehr denn je gefragt, heute zu intervenieren, damit die Zwei-Staaten-Lösung zustande kommt. Aber glauben Sie, dass das passieren kann, jetzt als palästinensischer Vertreter hier in Österreich? Wenn der politische Wille vorhanden ist, kann es passieren. Nochmal, die EU sagt die Zwei-Staaten-Lösung. Die Amerikaner sagen die Zwei-Staaten-Lösung. Wir sagen die Zwei-Staaten-Lösung. So, es fehlt an der politischen Wille. Nur und einzig ist Israel gegen die Zwei-Staaten-Lösung. Und deswegen, wenn der politische Wille auf der Ebene der internationalen Weltgemeinschaft vorhanden ist, glaube ich, dass diese Lösung zustande kommen kann. Und es ist im Interesse Israels. Der Palästinenser Staat ist ja auch, da gab es Wahlen, jetzt nicht regelmäßig, aber auch in den vergangenen Jahren, da sind unter anderem ja auch die Hamas gewählt worden. Hamas-Terroristen haben am 7. Oktober diesen Terroranschlag auf Israel verübt. Können Sie uns die staatliche Zusammenstellung des Palästinenserstaats erklären? Wie funktioniert das? Wer sitzt in den Ämtern? Schauen Sie, völkerrechtlich, Palästina existiert als Staat. 2012, der Staat Palästina wurde als Beobachter in die UNO aufgenommen. Aber Beobachter, Staat Beobachter ist dennoch völkerrechtlich ein Staat. In den palästinensischen okkupierten Gebieten herrscht die palästinensische Nationalbehörde. Hamas hat die Macht in Gaza an sich gewaltsam gerissen, 2007. Meine Regierung regiert in der Westbank. Aber übrigens auch, und das muss man auch noch mal verdeutlichen, der Westbank ist weiterhin zum größten Teil von Israel okkupiert. Seit dem 7. Oktober 360 Palästinenser in der Westbank und es herrscht kein Krieg. Aber lassen Sie uns bitte gerne noch bei den Hamas bleiben, dass wir das jetzt nicht so sehr durchmischen. Wie ist der Einfluss auch auf politischer Ebene? Sie sagen, die Hamas haben die Macht Gewalt erreicht. Wie geht es den Menschen in den palästinensischen Gebieten und vor allem auch im Gazastreifen? Wie hat es sich vor dem 7. Oktober im Gazastreifen gelebt? Ja, ich meine, die Menschen haben unter der Regierung von Hamas gelebt.
vor dem 7. Oktober. Aber nochmal, das heißt nicht, dass Gaza frei war. Zwar gab es keine israelischen Truppen im Gazastreifen, aber vergessen Sie nicht, 2009 gab es einen Krieg gegen Gaza, 2012 gab es einen Krieg, 2014 gab es einen Krieg, 2021 war ein Krieg. Diese Region ist beklagt durch Kriege. Gaza ist der am meisten dicht besiedelte Gebiet der Welt. 80% der Bevölkerung sind unter 25 Jahre alt. Das ist 360, ich glaube, das ist kleiner als Wien, der Gazastreifen. Doch, das ist kleiner. Ist ähnlich als, groß, ja. Ähnlich groß, ja. Wie Wien. So, was macht man mit dieser Region? Diese Region braucht Souveränität, Staatlichkeit als Teil eines palästinensischen Staates. Und ich sage Ihnen eins, sobald die Zwei-Staaten-Lösung zustande kommt, werden wir dafür sorgen, dass dieser Staat sich an das Völkerrecht hält und da von dieser Staat keine Gefahr ausgeht. Und deswegen sage ich, die Sicherheit von Israel liegt einzig und allein darin, dass wir die Palästinenser auch in Freiheit und Würde leben können, neben dem Staat Israel. Also Sie sagen, wenn es eine Zwei-Staaten-Lösung geben würde, die auch anerkannt werden würde, dann würden keine Raketen mehr aus dem Gazastreifen nach Israel fliegen? So ist das. Wenn ein palästinensischer Staat entsteht, es ist die Verantwortung dieses Staates, dass keine Gefahr von diesem Staat gegen irgendwelche Nachbarn ausgeht. Und würden die Palästinenser dann auch einen israelischen Nachbarstaat und israelische Menschen tolerieren? Schauen Sie, 1994, die PLO, die Palästinensische Befreiungsorganisation, hat Israel das Existenzrecht Israel offiziell anerkannt. Und deswegen, wenn ein palästinensischer Staat entsteht, ein souveräner Staat in allen von Israel besetzten Gebieten, dann gehe ich davon aus, dass friedliche, nachbarliche Beziehungen zu Israel entstehen werden. Sie sind selbst in Gaza auch in die Schule gegangen und aufgewachsen. Jetzt haben Sie gesagt, im Gazastreifen über 80% der Menschen sind unter 25 Jahren alt. In meiner Vorbereitung habe ich gelesen, dass in den Schulbüchern teilweise zu Gewalt aufgerufen wird und das verherrlicht wird, dass man israelische Menschen umbringen soll. Ist da etwas dran? Stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Es steht natürlich unsere Sicht der Geschichte. Es wird nicht zu Gewalt aufgerufen, aber es wird erklärt, dass die Palästinenser 1948 von ihrer Heimat vertrieben wurden. Und das ist ja unser gutes Recht, dass wir auch unsere Kinder, die neuen Generationen, unsere Narrative erklären. Schauen Sie sich die Bücher auf der anderen Seite. Und das ist das Problem immer. Es gibt immer eine Einseitigkeit. Die Bücher auf der anderen Seite. Es gibt übrigens politische Parteien in Israel, die nicht mal das Existenz des palästinensischen Volkes als Volk akzeptieren. In der Knesset, das wissen wir. Ja, aber auch in den Schulbüchern. Es wird die israelische Sicht der Geschichte dargestellt. Und keiner von denen sagt, ja, in euren Büchern steht nicht, dass die Palästinenser das Recht auf Selbstbestimmung haben. Dass die Geschichte verschieden dargestellt wird, das gibt es teilweise auch in Europa, ja. Hat es gegeben. Aber natürlich zu Gewalt aufrufen in Schulbüchern oder Gewalt verherrlichen ist wieder ein anderes Blatt Papier. Nein, schauen Sie, die Schulen oder Bildungssektor in Palästina wird auch zum Teil von der EU finanziert. Und die EU hat mehrere Studien veröffentlicht. Und wir haben, da ist aber genau das auch kritisiert worden in diesen Studien. Nicht, dass zu Gewalt aufgerufen wurde. Die hatten einige so, Bemerkungen in Bezug auf diese israelfeindliche Haltung. Auf die, das ist kritisiert worden in diesen genau, Studien. Genau. Und das müssen wir auch verteidigen, weil die Israelis haben uns vertrieben aus unserer Heimat. Ich meine, wir können, schauen Sie, das ist unser Besatzer. Wer erwartet, dass wir positiv über unsere Besatzer sprechen, meine, das ist zu viel verlangt. Nein, das nicht. Aber ja. Lassen Sie mich besser verstehen, die Rolle der Hamas. Die haben mit durch Gewalt die Macht ergriffen im Gazastreifen oder in den Palästinensergebieten. Sind das nicht auch eine Art von Besatzer? Nein, die sind Palästinenser.
Die sind Palästinenser. Und schauen Sie... Kann man dann sagen, die Hamas sind die Palästinenser und die Palästinenser sind die Hamas? Nein, natürlich nicht. Hamas ist eine politische Kraft. Wir sind eine Gesellschaft wie jede Gesellschaft. In Österreich haben sie links und Mitte und rechts. Genauso in Palästina. So, Hamas sind Palästinenser. Aber schauen Sie, dieser immer der Versuch, der Konflikt aus Hamas zu reduzieren, ist irreführend. Der Konflikt hat mit Besatzung zu tun und nicht primär mit Hamas zu tun. Deswegen haben wir Sie ja eingeladen, um diese Hamas ist ein interner Palästinenser. Sobald ein palästinensischer Staat entsteht, Hamas wird ein intern palästinensisches Problem, das wir als Palästinenser lösen können. Und das können wir nur lösen, indem wir ein demokratisches System aufbauen, wo jede politische Partei das Recht hat, sich an Wahlen zu beteiligen, Regierungsverantwortung zu tragen. Aber das ist eine palästinensische Sache. Aber Herr Abdelschafi, wie soll das gelingen, wenn jetzt, ich sage jetzt, eine Partei, die Hamas, ich bezeichne sie jetzt bewusst als Partei, durch Gewalt die Macht errungen hat? Jetzt gibt es dann vielleicht eine Zwei-Staaten-Lösung. Wie möchten die Palästinenser das bewirken, dass eine Partei, die durch Gewalt an die Macht gekommen ist, wieder von der Macht geht? Nein, ich rede von dem Tag danach, wo ein souveräner palästinensischer Staat entsteht. Dieser Staat wird eine einzige Armee haben, eine einzige Sicherheitskräfte. Wir werden es nicht zulassen, dass politische Parteien militante Gruppen gründen. Und das demokratische System besagt, dass jeder das Recht hat, eine Partei zu bilden, zu kandidieren und Regierungsverantwortung zu tragen. Und nochmal, sobald wir Souveränität und in unserem eigenen Staat leben und keine Besatzung mehr da ist, glaube ich, es wird keiner soll irgendeine Gefahr aus dieser Staat erwarten, aus diesem Staat erwarten. Sie haben zu Beginn gesagt, Sie sind enttäuscht von der österreichischen Position in diesem Konflikt. Wie bewerten Sie die Position der Europäischen Union? Schauen Sie, bei der letzten Generalvollversammlung-Resolution über einen Waffenstillstand, in ganz Europa waren nur Österreich und die Tschechische Republik, die dagegen abgestimmt haben. Ganz Europa hat entweder für die Resolution oder sie haben sich die Stimme enthalten. Und deswegen, es wundert mich, dass Österreich als neutrales Land, dass sie auch gegen einen Waffenstillstand eintritt, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr einseitige Position. Da ist es ja darum gegangen, dass die Hamas nicht als Terrororganisation bezeichnet worden ist. Deswegen hat Österreich denken Sie, dass Deutschland jetzt Mittäter mit Hamas, weil sie dafür gestimmt haben oder sich die Stimme enthalten, Frankreich, England, Spanien. Begründung nur, warum das nicht bezeichnet worden ist. Nein, ich weiß die Begründung von, aber dafür die Resolution. Schauen Sie, multilaterale Arbeit heißt Kompromisse eingehen. Kein Staat kann nur die eigene Meinung durchsetzen. Aber die Tatsache, dass trotz der enormen humanitären Krise, dass Österreich gegen einen Waffenstillstand eintritt, ich glaube, das ist eine sehr extreme Position für ein Land, das Neutralität sehr groß geschrieben hat. Morgen soll es, lassen Sie uns abschließend noch über diese Klage vor dem Europäischen Gerichtshof, Internationalen Gerichtshof sprechen. Morgen soll es zu einer Entscheidung in dieser Klage von Südafrika kommen. Da geht es ja um den Vorwurf des Völkermordes. Vor dem höchsten UN-Gericht in Den Haag ist es zu einer Klage gekommen, in der Südafrika Israel eben vorwirft, im Gazakrieg systematisch völkermörderische Handlungen gegen die Palästinenser begangen zu haben. Es soll jetzt in einem Eilverfahren zu einem sofortigen Rechtsschutz für die Palästinenser kommen. Zudem sollen die Richter das Ende der militärischen Handlungen anordnen. Wenn jetzt Israel verurteilt werden würde, glauben Sie, würde Israel dann die militärischen Handlungen beenden? Ich bezweifle das. Aber dann hat die UNO eine Verantwortung, weil die UNO wurde gegründet, um den Weltfrieden zu sichern. Und wenn das höchste Gericht, und übrigens Israel erkennt das an, dass das höchste Gericht ist, wenn Israel die Entscheidung des Gerichtes ablehnt, dann glaube ich, ist Israel einzig und allein außerhalb des Völkerrechts. Und es werden Konsequenzen geben für Israel bis hin zur Suspendierung Israel von der UNO.
Seit es diesen Überfall der Hamas-Terroristen gegeben hat, am 7. Oktober nach Israel, ist auch der Antisemitismus wieder größer geworden in vielen Teilen der Welt. Auch in Österreich, bekommen Sie als palästinensischer Botschafter davon etwas mit? Wie ist Ihre Beurteilung dazu? Schauen Sie, wir müssen ganz genau unterscheiden zwischen Antisemitismus und Israel, berechtigter Israel-Kritik. Ich finde sehr oft in diesem Land, das vermischt wird. In Österreich? In Österreich. Mhm. Auch in anderen europäischen Ländern. Dass Israel-Kritik wird immer interpretiert als Antisemitismus. Schauen Sie, Antisemitismus ist ein europäisches Phänomen, historisch, ist kein nahostliches Phänomen. Wir haben kein Problem mit den Juden. Ich habe selbst so viele jüdische Freunde. Es gibt eine Gruppe hier in Wien, die sich gegründet hat, Not in Our Name heißen die. Nicht jeder Israeli und jeder Jude ist einverstanden mit der Politik des Staates Israel. Zweitens, ich finde eher, es gibt eine antipalästinensische Hetze in diesem Land zum Teil, mehr als Antisemitismus. Woher kommt diese Hetze? Ja, weil wir gebrandmarkt werden als Terroristen. Davon kommt das. Es kam dazu, dass in bestimmten Städten hier, speziell kann ich das nennen, in Graz, dass die Polizei eine Demo untersagt hat, weil sie die palästinensische Flagge, die hängt bei mir in der Vertretung, die hängt auch im Außenministerium, wenn ein offizieller Besuch aus Palästina kommt, weil angeblich diese Flagge ist ein Symbol des Expansionsdranges des Staates Palästina. So, ich glaube nicht, dass Antisemitismus, muss man genau trennen zwischen Antisemitismus und berechtigter Israel-Kritik. Es wird öfter sehr vermischt und dadurch entsteht diesen Eindruck, dass Antisemitismus auf dem Vormarsch ist. Herr Abdel-Shafi, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Vielen Dank.